Leute, ein richtig, richtig geiler Modus könnte demnächst in Apex Legends Einzug halten. Und zwar laut Leaks ein Battle Royale Hardcore Modus. Wir müssen davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nur ein Limited Time Modus wird. Wenn der extrem beliebt wird, mein Gott, warum sollte man im Publix nicht auch einen Hardcore Modus bekommen? Wer jetzt von einem Hardcore Modus keine Ahnung hat oder was man mit dem Begriff überhaupt anfangen könnte, alle COD-Veteranen unter euch, ihr wisst wahrscheinlich, was ein Hardcore Modus ist. Also in Call of Duty, von mir aus Abschuss bestätigt, Herrschaft und so weiter. Ohne Minimap, mit einem Schuss bist du normalerweise tot, keine Abschusskamera und so weiter und so fort. Also heruntergemünzt auf den Battle Royale Modus in Apex Legends natürlich. Battle Royale ganz normal auf jeder Map sicherlich, aber mit erschwerten Bedingungen. Und Forten Smash, einige von euch werden den mit Sicherheit kennen. Der hat sehr, sehr gute Quellen und der schreibt uns, was uns in diesem Hardcore Battle Royale Modus alles erwartet. Und Leute, ich hoffe, dass genau das kommen wird. Ich glaube, das würden sich viele, viele wünschen. Also, wie sind die Regeln? Wir haben zum einen keine Minimap. Das ist jetzt erstmal nicht sehr aufregend. Die Minimap brauchen die meisten wahrscheinlich nicht. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir per Tastendruck nicht auf die große Map wechseln können, sodass wir vielleicht nicht sehen können, wo ist die nächste Zone, wie klein ist nur noch der Ring. Also wir müssen quasi ohne die Map auskommen und gucken, Mensch, wo ist die Zone, wo geht sie hin? Das siehst du nicht immer gleich so eindeutig ohne die Karte. Also ich gehe davon aus, dass nicht nur die Minimap verschwindet, sondern du kannst allgemein auf die Map nicht zugreifen, weil wenn die Minimap weg ist, aber du auf die Hauptmap zugreifen kannst, dann macht für mich diese Änderung keinen Sinn. Es gibt nur weiße Körperschilde. Es wird nichts hochgepimpt, kein Blau, kein Nichts, kein gar nichts. Also keine Evo-Schilder, wenn ich das hier richtig interpretiere. Deutlich weniger Munition, weniger Heil-Items, kein goldenen Stuff, außer goldene Hop-Ups, also keine goldenen Körperschilde, logischerweise Rucksäcke und so weiter und so fort. Und natürlich teilen sämtliche Kugeln deutlich mehr Schaden aus. Und das sind grob die Regeln eines Hardcore Battle Royale Modus. Leute, mehr muss man, glaube ich, dazu erstmal nicht erzählen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich jedenfalls ganz persönlich muss sagen, Alter, das ist eine verdammt geile Idee und ich habe mega Bock. Ich hoffe, dass dieser Modus kommt. Schreibt es in die Kommentare, was denkt ihr? Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.